Den Abschluss heute unserer Kandidatinnen und Kandidatenriege macht der Erich Ewald Gagel. Du kandidierst für weitere Listenplätze und schließt mit einem Thema, das wieder Wertegemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Arbeitsmarkt zu tun hat. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Gagel Erich, ich bin 55 Jahre alt, habe einen 13-jährigen Sohn, bin blühender Klagenfurter und noch blühenderer Europäer. Ich arbeite im Bildungs- und Gesundheitswesen. Warum habe ich mich um einen Listenplatz beworben? Ich bin einer der wenigen, die hier in diesem ehrwürdigen Plenum nicht Parteimitglied ist, der vor 2 Wochen noch niemanden persönlich gekannt hat. Und ich möchte mich beim Kärntner-Team bedanken, die haben mich vorige Woche aufgenommen und das ist ein Spitzenteam. Wow, danke. Bitte die Zeit abziehen. Wir wissen, die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Pension. Derzeit zahlen 2,5 Personen einen Pensionisten, in 10 Jahren ändert sich das. Wir wissen, die geburtenschwachen Jahrgänge kommen nach. Woher kriegen wir das Personal? Vor einigen Jahren war es noch so, die Unternehmer haben dann einfach gesagt, ja, die Leute kommen, zack, 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 perfekt und die nehme ich. Jetzt ändert sich das aber. Sie müssen proaktiv darauf zugehen. Wenn Junge kommen, dann muss ich denen einfach sagen, wenn du gut arbeitest, wenn du super Ausbildung machst, dann soll ich deinen Führerschein. Ich muss schauen, wenn du aus einem anderen Bundesland kommst, wir stellen dir eine Wohnung zur Verfügung. Du kannst bei uns bleiben, wenn du gut bist. Ich bin 55, wie gesagt, ich beschäftige mich derzeit sehr, sehr viel mit künstlicher Intelligenz und ich bilde mich weiter. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung ist eines der wichtigsten Aspekte, die wir haben. Wie gesagt, ich arbeite im Gesundheitswesen, es gibt 3 Berufe im Pflegebereich, Pflegefachassistentin, Pflegeassistenz und dann gibt es die Diplomierten. Ich muss alles versuchen, wenn einer Fachassistenz eine Diplomierte werden möchte, dass das relativ schnell funktioniert. Noch einmal danke, dass ich hier sein durfte und an euch im Plenum. Toi, toi, toi und viel Gesundheit. Danke. Danke dir.